Herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps aus dem Harz. Was bei uns im Monat Juli so los ist, das erfahrt ihr jetzt. Bunte Stadt, buntes Land. Die Stadt Wernigerode ist vom 18. bis 20. Juli das kulturelle Zentrum Sachsen-Anhalts. Der Sachsen-Anhalt-Tag ist ein Mitmachfest im besten Sinne und ganz Wernigerode freut sich darauf. Eröffnet wird der Sachsen-Anhalt-Tag am 18. Juli um 16.30 Uhr durch den Ministerpräsidenten Dr. Rainer Haseloff und Oberbürgermeister Peter Gaffert. Die Sender MDR, Radio Brocken und Radio SAW gestalten gemeinsam das Eröffnungsprogramm. Doch davor wird traditionell um 15.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst im Kirchendorf geboten. Während des Festes gibt es ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf zahlreichen Bühnen in der gesamten Innenstadt. In den Regionaldörfern stellen sich wieder die Regionen des Landes vor. Die Angebote auf den Bühnen in den Regionaldörfern und Themenstraßen zeigen die Vielfalt in unserem Land und halten für jeden Besucher etwas bereit, mit dem er sich identifizieren kann. Die Landesregierung, der Landtag und die Landeszentrale für politische Bildung präsentieren sich in der Themenstraße Weltoffenes Sachsen-Anhalt in der Wallanlage Nord. Zahlreiche Sponsoren sowie die Medienpartner MDR, Radio Brocken und Radio SAW, die auch in diesem Jahr die Durchführung des Sachsen-Anhalt-Tages ermöglichen, haben eine gute Mischung aus Klassikern, Sommerhits, gängigem Unterhaltungsprogramm und musikalischen Höhepunkten gefunden. Während des Festes können die Besucher 5 Regionaldörfer, 4 Medienbühnen, 25 Veranstaltungsorte und Bühnen, wie zum Beispiel den Mittelaltermarkt, eine Irisch-Folk-Bühne, ein Weindorf, eine Wirtschaftsmeile, den Sparkassentreffpunkt, das Lotto-Erlebnisland oder auch eine NASA-Casting-Bühne in Augenschein nehmen. So werden es die Besucher sehr schwer haben, sich zwischen den Medienbühnen von den MDR mit Stefan Mitschmer, Petra Zieger, den Hot Banditos und Marquez, Radio SAW mit Heinz-Rudolf Kunze, Giovanni Zarella, Linda Hesse, Maschinen oder auch Radio Brocken mit Ute Freudenberg, Bellini, Culture Beat, Sidney Youngblood, um nur einige zu nennen, zu entscheiden. Nicht zu vergessen die Bühne für das Jungvolk von Radio 89.0 RTL, die erst am Abend mit DJ Stevie T und dem Mixery Clubraum so richtig aufdreht. Auf der Gastgeberbühne Wernigerode wird sich zum Beispiel Jill Ofarim und Band oder auch Sternkombo Meißen die Ehre geben. Auch für die Kinder ist im Programm so einiges geboten. Die anderen Bühnen und Regionaldörfer stehen dem Angebot in nichts nach und versprechen ebenfalls ein sehr abwechslungsreiches Programm. Höhepunkt am Sonntag ist der Festumzug mit ca. 3000 Teilnehmern, der wie gewohnt vom MDR-Fernsehen übertragen wird. Aber auch der offene Kanal wird übertragen, wie die 160 Festwagen durch die bunte Stadt am Harz ziehen werden. Das Programm des Sachsen-Anhalt-Tages ist ab sofort auf den Seiten des Landes unter sachsen-anhalt.de bzw. unter sachsen-anhalt-tag-2014.de zu finden. In der unwiderstehlichen Verbindung von Architektur, Natur und Kultur verknüpfen die Wernigeröder Schlossfestspiele im Juli und August eines jeden Jahres die außergewöhnliche historische Kulisse des bekannten Wernigeröder Schlosses mit abwechslungsreichen Konzerten und Opernaufführungen, dargeboten vom Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode unter der musikalischen Leitung von Christian Fitzner sowie jungen, begabten Nachwuchskünstlern. Eröffnet wird der 19. Festspielsommer 2014 am 26. Juli vom Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode mit Werken aus Klassik und Barock und der anspruchsvoll jazzigen Songpoesie von Christine Klaas, Christoph Reuter und Stefan Bormann. Liebe, Hass, Verzweiflung sind die großen Themen in Smetanas komischer Oper Die verkaufte Braut, welche am 8. August in Wernigerode Premiere feiern wird. Mit einer internationalen Besetzung hochtalentierter junger Sängerinnen und Sänger wird die in Hannover lebende Regisseurin Karin Seinsche die tschechische Nationaloper mit der perfekten Mischung aus innig-slawischem Gefühl und paralleler Komik inszenieren und auf dem Schlosshof zur Aufführung bringen. Zündende Volkstänze und die lebensnahe Zeichnung der Personen sind charakteristisch für diese zeitlose Oper.
Doch nicht nur der Schlossinnenhof, auch einige der über 40 Räume des Schlosses, die Schlosskirche und das Terrassengewölbe werden mit insgesamt 8 Wandelkonzerten, einem Orgelkonzert und 2 verschiedenen Puppentheaterstücken für alle kleinen Festspielbesucher ab 4 Jahren bespielt. Als fulminantes Highlight finden am letzten Augustwochenende die Abschlusskonzerte statt. Schon längst gehören die Festspiele zu den herausragendsten kulturellen Höhepunkten im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt und des Landkreises und locken jährlich rund 3000 Besucher aus dem In- und Ausland in die bunte Stadt am Harz. Der Schürker Musiksommer mit seinen zahlreichen Veranstaltungen lädt auch 2014 wieder zum Träumen und Genießen ein. Der Schürker Musiksommer begeistert jedes Jahr aufs Neue seine Zuhörer. Musiker und Musikerinnen aus nah und fern präsentieren in den Sommermonaten an romantischen Orten in Schürke ihre Musikkünste. Veranstaltungen unter dem Himmelsdach im Kurpark oder dem Kirchendach in der Bergkirche Schürke lassen die Musikdarbietungen zu etwas ganz Besonderem werden. Wählen Sie aus verschiedenen Musikgenres, ob Orgelspiel, Volksmusik, Folk, Rock, Pop, Klassik oder Swing und Jazz. Jedes Konzert bietet einen besonderen Musikgenuss. Bei schlechtem Wetter werden die Konzerte im Kurpark meist in den Rathaussaal Schürke verlegt. Achten Sie hier doch einfach auf die aktuellen Veröffentlichungen. Die Aussicht ist schon die halbe Miete. Per Auto oder Seilbahn geht es hinauf zum Hexentanzplatz. Ein kurzer Fußweg führt vom riesigen Parkplatz zum rustikalen Eingangstor des Bergtheaters Thale. Wer hier eintritt, erlebt einen Wow-Effekt. Denn unerwartet öffnet sich einem ein atemberaubendes Panorama. In den weiten Ebenen liegen Ortschaften im Sonnenlicht wie hingetupft zwischen Äcker und Felder. Bei klarem Wetter soll man sogar bis zur Magdeburger Domspitze sehen können. Und davor die sandige Spielfläche einer Bühne, auf der hohe Bäume wachsen. Schwindelerregend steil fallen die hölzernen Bankreihen ab, sodass die Sicht auf Schauspieler und die Naturkulisse von jedem der 1350 Plätze ideal ist. Anlässlich des 450. Geburtstages des englischen Dramatikers und Schauspielers William Shakespeare erwartet das Harzer Publikum eine Neuinszenierung. Ein Stück wie für diesen magischen Ort geschrieben. Ein Sommernachtstraum, den das Nordharzer Städtebundtheater hier am 14. Juni herausgebracht hat. Die Geschichte des 9-jährigen schwedischen Mädchens mit den Sommersprossen hat ebenso vom Theater einen neuen Anstrich bekommen. In Pippi Langstrumpfs Leben ist etwas Furchtbares passiert, da ihr Vater, der berühmte Kapitän Langstrumpf, von den Piraten entführt worden ist. Doch in den Gesteinen des Bergtheaters findet Pippi eine Flaschenpost und bricht mit ihren Freunden Tommy und Annika auf, um ihren Papa zu finden. Pippi auf den 7 Meeren macht einen Abend in Thale zu einem Abenteuer für Groß und Klein. Aber auch wenn der eine oder andere auf Rock steht, haben die Musical-Darsteller des Theaters etwas zu bieten. Mit dem Stück Evita erzählt das Theater die Lebensgeschichte der legendären argentinischen Präsidentengattin. Ein ebenso herausragender Operettenklassiker, Gräfin Maritza. Die Geschichte um die ungarische schöne und reiche Maritza erzählt, wie sie ihre Freiheit, diese geliebte Freiheit, beschützt, indem sie in allen Zeitungen eine Verlobung anzeigt, um die mitgiftgierigen Freier abzuschrecken. Der 1924 in Wien uraufgeführte Operettenklassiker Keilmanns besitzt durchaus zeitdiagnostische Qualitäten. Denn verarmte Adlige, die sich einen bürgerlichen Brotberuf suchen müssen, gab es schon in den 20er Jahren in ganz Europa. Musikalisch setzt das Stück auf den unwiderstehlichen Reiz schmachtender Walzer, flotter Baffo-Nummern und vor allem auf eine große Portion ungarischer Koloritz. In dieser Saison können Sie also mit dem Nordharzer Städtebundtheater so einiges erleben. Sei es Spaß und Freude, Musik und Tanz, Idylle und Natur, Action und Spannung, Rock und Klassik oder einfach nur Überraschungen. Der Harz hat viel zu bieten. Bei den Veranstaltungen im Juli wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Veranstaltungstipps aus dem Harz.